Hallo, da sind wir wieder. Hier mit Arak und... Na, der da. Hab den Namen vergessen. Irgendwann mit Kuba das. Nee, Urea. Genau, Aratak und Urea. Und wir wollen uns jetzt diesen Dämon hier anschauen. Schauen wir uns die nochmal an. Sieht wie der alte Pfad aus. Wir sind nah dran. Ja, gut. Ein letztes Gespräch mit Anita Pinchett. Als Anhang hierzu, falls jemand das hier je findet. Ich werde sie nie wiedersehen. Und Sion auch nicht. Und das muss ich hier auch sagen. Und voilà. So, wir sind auf jeden Fall voll. Das ist schon mal echt gut. Ja, ja. Ah, wir haben fast alle Zettel hier. So. Die Stimme des Dämons. Okay. Der Altar. Komischer Code. Entweiht. Ah, nur noch zwei. Na gut. Als amtierender Leiter der digitalen Sicherheit und vorübergehender KI-Administrator für das Firebreak-Projekt erkläre ich hiermit, dass ich das Orbikularmuster für die regulierende KI Sion am 17. September 2064 gemäß dem Protokoll aktualisiert habe, um sie gegen jegliche Manipulation, Einmischung, Verwirrung oder Mutwilligkeit von außen zu schützen. Wie bei den vorherigen Updates. Nach der Aktivierung des Quellknotens müssen die übrigen Datenknoten verbunden werden, um einen Fluss zwischen intakten, benachbarten Knoten zu ermöglichen und diesen dann wieder mit den Quellknoten zu verbinden. Jorgen Holm. Haben wir noch irgendwo einen? Was bist du? Also. Sonst haben wir hier erstmal nichts. Okay. Moment. Ab hier, was? Erstmal looten. Und dann werden wir bluten. Was ist denn das da? Warum ich mich gleich kümmern darf. Hier gibt es kein blaues Licht. Ist die Stimme hier oder nur der Dämon? Ich glaube beide. Wir müssen es herausfinden. Ach, das spiel ich hier wieder. So, da fängt das Licht an. Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt. Nee, das ist doof. Oh. Analysiere Kontrollmatrix. Nö, lass mal. Sicherheitsrisiko bestätigt. Nein. Hm.
Nee. Das war doof. Das ist auch doof. Überläuft doch. Oh ne. Das geht von da. Was ist, wenn wir den jetzt aber nach da machen? Das geht ja auch, ne? Genau. Und jetzt können wir das Ding. Das geht auch nicht anders. Das geht ja nur so. Woran können wir den noch lenken? So, da hinten fängt es an. Dann machen wir so. Fängt er da. So, dann geht er da lang, da lang. Der geht so lang. Der geht dort lang. Na, da lang kann er nicht. Da ist kaputt. Ja, na, da ist auch blöd. Das Ding muss so laufen. Das ist aber auch nicht so geil, auch wenn das jetzt so weit an sich funktioniert. Jetzt muss er durch alle durchlaufen. Aber wie soll denn das hier oben gehen? Geht ja gar nicht. Da so geht das. Oder so, und so ist er falsch. Kann ja nur so gehen. Das geht auch noch so.
So, was haben wir hier hinten? Okay. Haben wir den zwar nicht mehr, aber das ist ja auch erstmal egal. Ja, so ist falsch. Ich kann also doch nicht genau auslegen, wo das Licht durchgeht. Das Licht geht also immer hier durch. Ist auch blöd. Das geht auch nicht. Ja, das geht auch nicht. So, dann schaltet er sich noch da. Noch da. Starte Gegenmaßnahmen. Nö, lass mal. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea, deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Unbefugtes Protokoll. Erkannte Aufgabe fortsetzen. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja?
Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Puh, auf geht's. Weiter in Richtung des Kerns. So, die Stimme wird... Oh, was Sion noch gemacht hat. Hephaestus gefällt es nicht besonders. Also auf jeden Fall steht schon mal fest, dass die Stimme bald sterben wird. Oh, da unten. Hep. Okay. Sion sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Ziemlich hell. Oh. Die kommen doch bestimmt von da. Oh, von da wahrscheinlich auch noch. Ja, ich überrück dich gleich. Hier. Und überbrücken. Neue Einheit, vor der Sion uns warnte. Das wird nicht leicht. Sie darf uns nicht aufhalten. Erledige sie! Mach doch selber! Oh!
Macht ihr auch was? Hau doch nicht mal auf wie. Ich muss vorstoßen. Da, ein Turm. Er darf die Maschine nicht reparieren. Wo? Oh. Easy. Und der hatte keinen Hut dabei, ich schwöre. Gott. So, Pilze sammeln. Aber das ist noch nebenbei gut gewesen wäre. Wenn wir Loot für Bomben hätten.
Ja, cool. Du hast was zum Turm gesagt. Was ist erforderlich? Dass ich da jetzt mal rangehe und meinen Stab da reinstecke. Also, im Großen und Ganzen. Und wie hast du die Welt gerettet? Ach, da war so ein Loch, hab da mal einen Stab reingesteckt und hey, hab alle gerettet. Kritische Änderung erkannt. Autonome Verteidigung Absurdität. Eloy! Nein! Aurea! Nicht! Stimme! Zion, bitte hilf mir! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Aratak. Sie würde nicht einen Tod wollen. Gehen wir. Weg hier! Ja, ich muss selber laufen. Los, komm, Digga! Ah, gut. War ja so klar, dass einer drauf geht. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass es nicht Aratak ist. Eins von diesen! Es geht nicht anders! Wie cool. Folg mich nach oben, Aratak! Jetzt! Ich brauche etwas Sprengstoff! Eine Bombe! Schnell! Große Bandukai. Oh.
Borea ist fort. Doch was ist mit Zion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Ureas Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Jo, tja, haben wir geschafft. Easy. Okay. Das war ja schon ein bisschen heftig. Das war eine Nebenaufgabe. Die Kälte fühlt sich beinahe. Ja, Entschuldigung. Fähigkeiten 3, geil. Wir brauchen... Oh. Aber das sollten wir echt öfters benutzen. Wie Sonnenbrand an. Was war denn das? Gut, Kari. Da sollen wir hin. Den gehen wir da mal hin. Hoch. Halt. Halt. Bevor irgendwas hier passiert. Oh, ich hab's doch schon gesehen. Ich spiele mit euch auf jeden Fall schon mal länger. Ich war nur Stufe 47. Na gut, hier haben wir alles durchsucht. Oder? Ah, das ist er. Ob er jetzt der nächste Schamane wird? Wäre interessant. Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen. Aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden.
Den schauen wir uns mal an. Verbindung hergestellt. Achso, ja. Das war ja, waren wir ja. Dann reden wir mal mit Cyan. Hallo, Aloy. Hi. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. Dann bist du eine künstliche Intelligenz sein? Eine Denkmaschine? Ja. Ich bin eine algorithmische Überwachungseinheit, die rationale Entscheidungen treffen kann und limitierte Emotionen hat. Okay, das ist ja mal was. Deine Emotionen wirken nicht limitiert. Urea war dir wichtig, oder? Ja. Bevor sie zur Anlage kam, war ich bereits Jahrhunderte bei Bewusstsein. Alleine. Ich fokussierte mich auf die Arbeit. In Ruhephasen nutzte ich Lösemechanismen und löste viele gaußsche Zahlenprobleme. Aber ich war allein. Es war Ureya, die mich erneuerte, mich reparierte. Sie rettete mich. Das Firebreak-Projekt. Es sollte einen Vulkanausbruch verhindern? Ja. Das Projekt war erfolgreich und der Gefahr wurde entgegengewirkt. Das ist schon lange her, Cyan. Die Brutstätte ist zerstört, der größte Teil der Anlage ebenfalls. Ich bin seit Jahrhunderten aktiv, Aloy. Ich war einsam, aber trotzdem gewissenhaft. Ich habe das Projekt optimiert, die Energienutzung reduziert und die Belastung auf Backup-Systeme aufgeteilt. Trotz der Zerstörung der kompromittierten Elemente der Hauptanlage bleibt die Caldera mindestens weitere 3337 Jahre stabil. Also haben wir noch Zeit. Ja, wenn nur meine früheren Kollegen meinen Fortschritt würdigen könnten. Weißt du, was mit ihnen passiert ist, Cyan? Nein, Direktor Chao besuchte mich unerwartet, lange nachdem seine Amtszeit endete. Er sagte, dass man mich auf unbestimmte Zeit außer Betrieb setzen müsste. Es war ein äußerst emotionales Gespräch. Das war die letzte Kommunikation. Letzten Endes sind meine Kollegen wohl verstorben. Ich sende eine Aufzeichnung meiner letzten Interaktion mit Direktor Chao an den Fokus. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende, fortgeschrittene als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Ureya sagt, du warst verzweifelt. Dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich,
ihm zu gehorchen. Auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Urea so sehr zu schätzen gewusst. Was denkst du, was Hephaestus genau ist? Eine Software. Von großer Komplexität. Viel fortgeschrittener, als ich es bin. Von Anfang an lag sein Fokus nur auf einer einzigen Sache. Dem Bau von Maschinen zum Jagen und Töten von Menschen. Meine Trace-Routen besagen, dass er zum Erreichen des Ziels versucht hat, die Herstellungszentren, die er als Brutstätten bezeichnet, zu übernehmen. Aber seine Bemühungen waren nur zum Teil erfolgreich. Manche kann er infiltrieren, andere haben Abwehrmaßnahmen, gegen die er nicht ankommt. In mir fand er jedoch ein leichteres Ziel. Er durchdrang nicht nur meine Abwehr. Ich kontrollierte auch alle Firebreak-Ressourcen. Rohmaterial. Prozesse, um fortgeschrittenere Werkzeuge zu laden. Und unbegrenzte geothermale Energie. Genug für seine eigene Brutstätte. Ja, für den Bau von Jägerkillern ohne externe Begrenzungen. Und doch gibt es interne Begrenzungen. Er will Menschen töten, aber ohne sie auszulöschen. Es ist schwer zu verstehen, wo seine Grenzen liegen und warum. Schwer kann es nicht einmal annähernd ausdrücken. Obwohl ich Jahre als sein Servitor zugebracht habe, bleibt sein Kernprogramm ein Geheimnis. Du warst sehr wichtig für Urea. Als ich Ureas spirituellen Glauben verstand, wusste ich auch, dass sie sich eigentlich nach Gesellschaft sehnte. Sie fühlte sich fremd in ihrem Stamm und ihrer Familie. Ihre Beziehung zu Aratak war kompliziert. Ihre Besuche halfen ihr anscheinend. Und ich freute mich sehr auf sie. Dennoch ist mir entgangen, dass sich Urea aus ihrem tiefen Mitgefühl für mich selbst aufopfern würde. Zwar fürchte ich die Nicht-Existenz, doch würde ich trotzdem gerne mit ihr tauschen. Sie weiß bestimmt, dass du das getan hättest, Cyan. Aber sie war entschlossen. Ich sollte gehen. Eloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Urea ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Okay, das war Mist, verklickt. Aber... Schwierig. Also im Grunde würde ich schon sagen, sagt die Wahrheit. Weil wenn die weiterhin auf ihrer komischen Tour da bleiben, das wird sie langfristig umbringen. Aber was genau ist die Wahrheit? Denken die Banuk, sie wäre jetzt ein Gott oder so? Aber das heißt sie wahrscheinlich belügte. Hier ist mir egal, entscheid du. Und du musst ihnen die Wahrheit sagen. Und ich würde sagen, wir bleiben auch dabei, dass sie denen die Wahrheit sagt. Du musst sagen, dass du ein Werk der Alten bist. Dass du kein Geisterwesen bist. Nur so können sie anfangen zu begreifen, wie die Dinge wirklich sind. Verstehe. Denkst du denn, ich habe sie getäuscht, Urea? Nein. Nicht in den wichtigen Dingen. Sie starb in dem festen Glauben daran, das blaue Licht bewahrt zu haben. Vielleicht. Aber was sie wirklich bewahren wollte, warst du. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Cyan. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak schauen. Hallo, Eloy. Willst du unsere Diskussion fortsetzen? Hallo, Cyan. Ja, gerne.
Wie geht es Aratak? Ihm plagt großes emotionales Leid. Ich glaube, es fällt ihm schwer, sich jemanden anzuvertrauen. Wundert mich nicht. Ich versuche, ihm zu helfen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir Geschichten über Urea austauschen. Das müsste zur Katharsis führen. Einem Prozess, den ich gerne erleben würde. In der alten Welt hieß dieses Land Yellowstone? Ja, es war 156 Jahre lang ein Naturschutzgebiet. Wie ein Jagdgebiet? Nein, das Gegenteil. Tiere, die anderswo vom Aussterben bedroht waren, konnten in diesem Gebiet überleben. Wegen der Anfälligkeit des Firebreak-Projekts musste der Yellowstone Park leider komplett geschlossen werden. Laut meinen Messungen und Ureas Ausführungen hat sich die Temperatur in diesem Gebiet seitdem drastisch verringert, das ganze Jahr über. Vieles hat sich verändert, Cyan. Weißt du etwas über den Damm in der Nähe? Ja, es wurde zu einer Reservestromquelle für den Yellowstone-Betrieb umgebaut. Später wurde er dem Firebreak-Projekt bereitgestellt und die letzten menschlichen Arbeiter von Ferroservitoren ersetzt. Als ich irgendwann weniger zu tun hatte, untersuchte ich die Datenablagen des Damms und entdeckte die Arbeiten der Concrete Beach Party. Dadurch konnte ich mein Vokabular um viele schillernde Begriffe erweitern. Östlich von hier ist eine Ruine voller alter Flugmaschinen. Ein Teil deines Projekts? Ja, ein Drohnenhangar. Beschlagnahmt von Dodger Blevins, Sicherheitschef des Firebreak-Projekts. Er war Befürworter von militärischen Antworten auf Sicherheitsbedrohungen. Aber während seiner Zeit gab es keine ernsten Vorfälle. Blevins hat nach Feierabend Stunden damit verbracht, Live-Übertragungen von Drohnen anzuschauen. Er genoss eindeutig die Überwachungsbefugnis seiner Position. Gab es viele künstliche Intelligenzen wie dich in der alten Welt? Sie konnten euch bauen. Ja, in vielen Formen. Persönliche Assistenten, industrielle Kontrollstationen oder militärische Strategieplaner. Und es gab legislative und ausführende Organe, die unsere Eigenentwicklung überwachten. Damit meine Prozesse ausreichend flexibel zur Aufgabenbewältigung sind, überschritten meine Schöpfer die Einschränkungen. Meine intellektuelle und emotionale Kapazität wurden geheim gehalten. Merkwürdig, Leben zu erschaffen und es zu begrenzen. Menschliche Gesellschaften beruhen wie Maschinenprogrammierung auf festen Regeln, Eloy. Wie sah die alte Welt aus? Wie war sie früher? Ich habe wenig von der Welt mitbekommen, Eloy. Nur Dinge von meinen Kollegen gehört oder in Medienstreams gesehen. Dennoch weißt du so viel mehr als ich, Cyan. Das stimmt. Ich wurde an einem Wendepunkt geschaffen. Ein Versuch, sich von globalen Unruhen und den Verlusten vieler Leben zu erholen. Der Versuch war erfolgreich. Und eine Ära mit angeblich unbegrenztem Potenzial für Mensch und Maschine wurde eingeläutet. Doch rational betrachtet ist die Metrik der Menschen nicht unbegrenzt. Welche Unruhen haben so viele Leben gekostet? Es gab viele Faktoren. Zwangsmigrationen, Nahrungsmangel, Wirtschaftszusammenbrüche, Flüchtlingskrisen, Konflikte wegen Ressourcen. Aber es gab einen Ursprung. Extremer Klimawandel, der die bewohnbare Fläche der Erde drastisch verringerte. Also gab es auf der Erde nicht mehr genügend Platz für alle Menschen? Ja, Milliarden wurden umgesiedelt und Millionen starben. Insgesamt 20% der globalen Bevölkerung. Bis zur Rückforderung. Es wurde also besser. Zumindest vorübergehend. Ja. Es gab daraufhin große Fortschritte bei der Automatisierung, der Umweltrobotertechnologie und der künstlichen Intelligenz. Firebreak war allein in Nordamerika eines von Dutzenden Projekten zur Umweltwiederherstellung und Katastrophenhilfe. Ich hätte mich gerne mit anderen Überwachungs-KIs ausgetauscht, aber ich sah die Erleichterung meiner Kollegen und war stolz.
Wir waren erfolgreich. Zumindest sagten das die Daten, die ich für die nächsten 2 Dekaden zur Verfügung hatte. Meine Beurteilung war anscheinend verfrüht. Ich muss aufbrechen, Cyan. Ich freue mich schon wieder, mit dir zu reden, Aloy. Aloy. Ja, okay. Cool. Wir können jetzt also öfters mit dir hier reden. Also ganz ehrlich, ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern. Also ich habe es ja schon, wie erwähnt, schon mal durchgespielt. Aber dir sagt mir gar nichts. Das ist eine Figur von... Muss irgendein vorzeitliches Tier gewesen sein. Kenny und ich streiten uns nicht übers Wäschemachen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Aha. Mach das. Ja. Sprich mit Aratak. Dann sprechen wir mal mit ihm. Und schauen mal, was er zu sagen hat. Oh, da ist er ja. Ich kann wetten, er wird der nächste Schamane. Halt! So. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass, wenn ich nie hergekommen wäre, Uriah vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uriah wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie, ich hätte sie nicht beschützen können. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Uriah hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem... hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Jo. Oh, cool. 7 Blauglanz. Überbrückung freigeschaltet. Ah, cool. Oh, Feuerklauen, so können wir jetzt auch umdingsen. Cool. Und begib dich zu den Ruinen. Achso, Schöpfers Ende. Ja, nö. Das will ich noch nicht. Denk an die Sommer. Ja. Alter, die Jammer-Vibe. Was haben wir hier noch? Aus der Schmiede. Ah, stimmt. Die sollen wir jetzt alle noch platt machen. Ja, aber das platt machen
Das machen wir morgen. Also danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ich mich nicht so doof angestellt habe. Aber am Ende haben wir es ja geschafft. Und ich glaube, ich bin noch nicht... Naja gut, ich bin schon gestorben, halt. Gut, ein paar Mal eingefallen. Aber hey, sonst lief es. Seht ihr es anders? Schreibt es mir noch gerne in den Kommentaren. Damit seid ihr euch jetzt entlassen. Und ich verabschiede mich. Bis morgen.